Weil einige nachgefragt haben, ob dieser Schnellschocker vom letzten Mal wirklich was gebracht hat. Hier ist die Batterie dazu. Das ist sie, die geschockt worden ist, ne, die bei 1,8 Volt noch vor 3 Tagen gewesen ist. Und hält jetzt, ich habe vorhin gerade mal gemessen, ihre 10,88 Volt jetzt bei der Last hier. Ne? Das ist eine, oh, wie viel Watt hat die? 10 Watt, irgend sowas. Hält ordentlich durch, lasse ich jetzt mal entladen bis auf 10,5. Und will ich euch mal noch schnell erzählen, was ich danach dann gemacht habe, nach dem Schocken. Nachdem die also geschockt gewesen ist, habt ihr ja gesehen, ist sie wieder runtergefallen auf ihre so 2,7 Volt ungefähr. Und dann... Ja, sieht wieder aus wie Sau hier, aber das, was ich euch eigentlich zeigen will, ist... Hier sieht man wieder überhaupt nichts, ne? Naja, das ist jedenfalls das kleine Teil. Hier unten das blaue ist ein 24 Volt Trafo von 220 Volt, kommt jetzt vom Netz, ne? Auf 24 Volt und danach ein wirklich winzig kleiner, hier kann man so ein bisschen sehen, ReMF Charger dran. Und den habe ich dann einfach mal zwei, drei Tage dran gelassen. Am Anfang, also so wie der Akku hier, das wird der nächste Patient. Seht ihr es, 0,5 Watt gezogen aus dem Netz. Ja, und nach 3 Tagen hat er hier dann 3 Watt angezeigt. Und das war dann das Zeichen gewesen, dass der ReMF-Charger richtig arbeiten konnte, richtig in die Batterie reinpulsen konnte. Ja, und das ist eigentlich das ganze Geheimnis. Ist bis jetzt die wirklich schnellste und verlässlichste Methode gewesen, wie ich die Akkus wieder hinbekommen habe. Unter einer Woche. Ja, 3 Tage. Ja, Akku fit kriegen in 3 Tagen. Können wir eine neue Challenge machen vielleicht irgendwann. Und wenn man da tagelang nur mit Akkus zu tun hat, fängt man so an, so seine Vergleiche zu ziehen. Ne, auch in dem Moment, wo dann klar ist, dass man selber eigentlich auch irgendwie nichts anderes als ein Akku ist. Ne? Irgendwie Sauerstoff braucht man, Wasser braucht man und was anderes passiert im Akku auch nicht. Ne? Und wenn ich so in die Krankheitsgeschichten der meisten Leute reinhöre, ist da eher von Verkalkung, also Verkrustung, Sulfatierung die Rede. Und ja, ich glaube, jetzt habe ich so langsam auch den Sinn und Zweck von unseren Diskotheken wieder kapiert. Oder von diesen Massenveranstaltungen, wo die Leute so richtig feiern, wo sie sich so richtig mal kurz schnell schocken. Ja, um dann in Zukunft wieder ordentlich die Ladungen aufnehmen zu können. Verrückte Welt, keine Ahnung, ob es so ist, aber ja, auf solche verrückten Gedanken kommt man dann bei solchen Basteleien. So, wünsche euch dabei einen guten Rutsch und, ach so, Jahreszusammenfassung müssen wir noch machen. Na gut, bis dahin erstmal, ahoi.